Hallo, lieber Hungrige. Schon seit einigen Jahren mariniere ich mein Grillfleisch selber über schon fertig mariniertes Fleisch, das man kaufen kann. Hört und liest man ja oft schlimme Sachen. Und außerdem, selbst mariniert, kann man halt eben auch dem eigenen Geschmack noch viel besser anpassen. Hier drei meiner Lieblingsvarianten. Die erste eignet sich gut für Kammscheiben bzw. Nackensteaks. Wir brauchen nur wenige Zutaten, nämlich Tomatenketchup, etwas Apfelessig, eine Bio-Orange und eine Zwiebel, am besten eine rote. Wir beginnen mit einigen vorbereitenden Handgriffen. Die Orange wird, nachdem wir sie heiß abgewaschen haben, in dünne Scheiben geschnitten und die geschälte Zwiebel in dünne Ringe. Und nun geben wir in eine Schüssel zu den Orangenscheiben die Zwiebelringe, wir gießen den Apfelessig dazu und geben außerdem auch das Ketchup mit hinein. Anschließend alles gründlich miteinander vermengen. Nehmt einen Löffel dafür oder so wie ich einen Teigschaber. Nun geben wir die Fleischscheiben auf ein Stück Küchenpapier, decken sie dann mit selbigen auch ab, ein bisschen andrücken, um das Fleisch somit trocken zu tupfen. Anschließend geben wir es in einen Gefrierbeutel, mindestens 2 Liter fassend, noch besser 3. Das gilt dann übrigens auch für die anderen Marinaden. Und die in der Schüssel vorbereitete, geben wir jetzt zum Fleisch mit in den Beutel und diesen verschließen wir dann. Deswegen sind Gefrierbeutel mit einem Zipper praktisch einfach günstig. Dann alles schön miteinander vermengen, die Marinade also ins Fleisch einmassieren und anschließend alles für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank geben. Womit wir uns auch schon der zweiten Marinade zuwenden können, besonders für Hähnchenfilets geeignet. Und dafür brauchen wir außer dem Fleisch 1 bis 2 Baby-Ananas. Hängt von der Größe ab, gibt ihr die ganz kleinen. Meine ist ja fast eine mittelgroße Ananas, also reicht eine. Wir brauchen Currypulver, eine am besten natürlich unbehandelte Zitrone, 2 bis 4 rote Chilischoten. Ich habe relativ große, deswegen reichen 2. Wenn ihr kleine nehmt, dann eher 4. Und wir brauchen gelbe Currypaste. Und nur mal so zur Info, mit der Currypaste verhält es sich anders als bei einer Ampel. Die grüne Currypaste ist die deutlich schärfste, gefolgt von der roten. Und die gelbe Paste, die wir hier verwenden, ist eine milde, also entschärfte Variante. Wir beginnen wieder mit vorbereitenden Handgriffen. Wir halbieren die Zitrone und pressen aus einer Hälfte den Saft aus. Nun zur Ananas, diese schälen, vom harten Strunk befreien und anschließend in nicht zu große Stücke schneiden. Die Chilischote oder je nachdem eben auch 2, putzen und entkernen und anschließend fein hacken. Und dann geben wir die Ananasstücke in einen Rührbecher, gießen den Zitronensaft dazu, stäuben das Currypulver darüber und ergänzen dann alles mit der gelben Currypaste. Und nun wird alles püriert, könntet ihr alternativ natürlich auch im Mixer machen. Das dauert ja nicht lange. Nun wieder das Fleisch auf ein Stück Küchenpapier geben, mit einem weiteren Stück abdecken und dann trocken tupfen. Danach geben wir es wieder in einen Gefrierbeutel gleicher Größe. Auch die gehackte Chilischote kommt mit hinein und die verbliebene ganze ebenfalls. Und schütten dazu nun die pürierte Masse, also im Prinzip ja eine Soße, den Beutel nun wieder verschließen und dann alles gründlich miteinander vermengen, die Marinade also auch hier in das Fleisch einmassieren. Und dann wieder ab damit in den Kühlschrank, mindestens für eine, besser für 2 Stunden. Und schon sind wir bei Variante Nummer 3, geeignet insbesondere für Schweinebauch. Und dafür brauchen wir Erdnussöl, Balsamico-Creme, Austern und Sojasauce, einen kleinen Apfel, eine Limette, 2 Stangen Zitronengras und einige Stiele frischen Koriander. Wer den gar nicht mag, dem empfehle ich glatte Petersilie. Zuerst bringen wir mal den Schweinebauch in Form. Wenn ihr so wie ich Scheiben verwendet, dann drittelt diese und wenn ihr welchen am Stück nehmt, dann schneidet daraus ca. 6x6 cm große Würfel. Nun erst wieder einige vorbereitende Handgriffe erledigen, den Apfel entkernen und dann in kleine Scheiben schneiden, das Zitronengras waschen, andrücken, also am besten mit der platten Breitseite eines Messers und dann schneiden wir es in etwa 3 cm lange Stücke. Die Limette wird halbiert und anschließend von einer Hälfte der Saft ausgepresst und vom Koriander zupfen wir die Blättchen ab. Und nun geben wir in eine Schüssel die Apfelscheiben, ebenso die Zitronengrasstücke. Wir gießen den Limettensaft darüber und geben auch die Korianderblättchen mit hinein. Darüber gießen wir dann die Sojasauce, ebenso die Austernsauce, die ist ja deutlich dickflüssiger. Dann geben wir von der Creme Balsamico dazu und vermengen dann anschließend alles. Ihr könnt es durchrühren oder so wie ich mit dem Salatbesteck machen. Haben wir dies erledigt, gießen wir nun auch noch das Erdnussöl dazu.
und schlagen dieses unter und das geht am einfachsten mit einer Gabel. Und nun geben wir die Fleischstücke wieder in einen Gefrierbeutel und hier ist wirklich eine Größe von eher 3 Litern angebracht. Nun noch die vorbereitete Marinade mit in den Beutel geben, die Schüssel natürlich schön auskratzen, nichts verschwenden und dann wird der Gefrierbeutel natürlich verschlossen. Wie gehabt, auch jetzt die Marinade wieder ins Fleisch einmassieren, also dabei alles schön wenden, hin und her und dann wieder ab damit in den Kühlschrank und zwar für 2, noch besser 3 Stunden. Und dann kann die Grillparty beginnen. Wir haben ja nun eine schöne Auswahl, sowohl was die Fleischsorten als auch die Marinaden betrifft. Wir haben ja keine zusätzlichen Gewürze verwendet und das Fleisch auch am besten erst jetzt nach dem Grillen salzen, damit während des Grillvorgangs selbst nicht zu viel Flüssigkeit entzogen wird. Reicht vielleicht Baguette oder Ciabatta und noch ein bisschen frisches Gemüse dazu und habt eine schöne Grillparty. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr dazu vielleicht einen Kretaraki-Salat reichen möchtet und als Dessert leckere Muffins, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.